7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird oft gelacht, wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, kommt Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. Namhafte österreichische Winzer und Kitzbüheler Gastronomen trafen sich am Wochenende im Arkadenhof der Bezirkshauptmannschaft, um beim diesjährigen Weinfest für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. Das Wetter war an den beiden Tagen eher unfreundlich, doch die edlen Tropfen und kulinarischen Köstlichkeiten ließen die niedrigen Temperaturen schnell vergessen und einem beschwingten Fest stand nichts mehr im Wege. In den schwersten Stunden lasst mich bitte nicht allein, denn es wird Zeit, wir müssen langsam gehen, sonst muss die Braut noch vor der Kirche stehen. Auch schon von Anfang an mit dabei beim Weinfest, der Georg Meiner, aber in Kitzbühel bist du ja schon eigentlich viel länger. Seit wann verkaufst du deine Weine hier in Kitzbühel? Wir verkaufen unsere Weine seit dem 82er Jahr in Kitzbühel allein und haben seit den 90er Jahren auch in Oberndorf und Süße gelassen, also im Raum in Kitzbühel, wo wir unsere Verkäufe von da aus auch tätigen. Und ich glaube, wir haben uns liebe Freunde dadurch gewonnen und wir freuen uns immer wieder, nach Kitzbühel zu kommen. Als man mit der Idee an dich herangetreten ist, hier in Kitzbühel ein Weinfest zu veranstalten, wie hast du da reagiert? Ich war sofort von der ersten Stunde an positiv eingestellt. Man muss auch zu den Leuten zugehen und die Weine dort zu präsentieren, wo die Kundschaft ist, der was nicht die Möglichkeit hat, nach Niederösterreich zu fahren, sondern man muss ihm auch die Möglichkeit geben, hier in Kitzbühel die Weine zum Verkosten und auch zu probieren. Welche Weine hast du denn heute mitgebracht? Wir haben unser Sortiment heute hier vom Grünen Veltliner angefangen bis zum Riesling Chardonnay und beim Rotwein über Zweigelt, Cabernet, Blauburger Pinot, sämtliche Sortiment haben wir heute mit. Gibt es eine ganz bestimmte Spezialität bei eurem Weingut? Na, Spezialität in diesem Sinn gibt es nicht, sondern wir produzieren vom Qualitätswein bis zum Eiswein, bis zum Trockenbier eigentlich alles, wo wir auch sehr gute Erfolge gehabt haben in letzter Zeit. Und der Trockenbeerslese und verschiedene Sorten halt. Jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen, wenn ich den Kenner schon einmal bei mir habe. Was macht denn einen guten Wein aus? Einen guten Wein macht eigentlich aus, dass er ehrlich produziert ist. Nicht, man kann nicht immer auf der Billigschiene fahren, sondern ein guter, ehrlicher Wein wird produziert, indem man, wo es immer ehrlich zugeht, da braucht man nicht über die ganzen die Skandale, was es immer gegeben hat, die sind im Vergessen, hoffentlich, sondern wo man immer sagt, ehrlicher Wein, der muss so produziert werden, wie es ihm das Gesetz vorgibt. Und für die Weinproduktion spielt natürlich auch das Wetter eine Rolle. In diesem Sommer hatten wir ja alles. Also Hitze hatten wir, sehr viel Regen. Wie wirkt sich das jetzt auf die Weinlese aus? Was wird der 2007er Wein für ein Wein? Also der 2007er, ich glaube, wir haben einen ungefähr 3 Wochen Vorsprung. Gestern, vorgestern, die Regenschauer, werden wir sehen, wie sie die auswirken. Von der Fäulnis her oder zurzeit ist das Material sehr gut. Und wir können sicher wieder wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie einen Jahrhundertwein erwarten. Wann geht die Weinlese bei euch los? Wir fangen nächste Woche an. Wie lange seid ihr dann damit beschäftigt? Die Lese, nachdem man die gewisse Sorten und gewisse Qualitätskriterien produziert, sind wir bestrebt, dass wir ca. 3 bis 4 Wochen Ernte haben. Das heißt, ihr müsst euch jetzt noch ordentlich stärken hier beim Weinfest in Kitzbühel, damit ihr dann fit seid für die Weinlese. Ja, sicher. Man muss immer aktiv sein, man muss auch gewisse Kriterien beachten,
damit man auch die Qualität wieder reinbringt. Und ich freue mich, dass auch Kitzbüheler zu mir zu der Weltmesse kommen, was nächste Woche auch der Fall sein wird. Bringst du dann im Jahr 2008 den Wein von 2007 mit hierher zum Weinfest? Ja, wir hoffen, dass wir auch nächste Woche, wenn Kitzbüheler bei mir bei der Lese sind, auch den Hanenkamm-Wein für das 2008er Jahr lesen. Weinfest hier in Kitzbühel findet ja schon zum dritten Mal statt und du bist von Anfang an bei der Organisation mit dabei. Was ist denn eigentlich die Zielsetzung hinter diesem Weinfest? Die Zielsetzung war die, eher unbekanntere Winzer nach Kitzbühel zu bringen und denen eine Chance zu geben, hier Fuß zu fassen. Das war so die Grundidee einmal und das haben wir jetzt seit 3 Jahren, machen wir das jetzt, oder das dritte Mal jetzt. Heuer ist es ein bisschen kleiner ausgefallen, weil ein paar Winzer schon beim Lesen sind. Bei einem war leider ein Todesfall in der Familie. Der eine hat keinen Wein mehr, weil im Moment einfach alles ausverkauft ist. Aber es ist so heuer eigentlich ganz nett, so wie wir es gemacht haben. Einige Winzer sind ja schon zum wiederholten Male mit dabei, andere sind neu. Wer ist denn heuer beim Weinfest hier in Kitzbühel vertreten? Es ist der Reumann ist da, der Moser, der Gmeiner, der Bio-Weinbau Seidel und Wachter Wiesler. Magst du verraten, wer dein persönlicher Favorit ist? Haben alle gute Weine. Was macht denn einen guten Wein für dich aus? Ich sage, es ist einfach eine Geschmackssache. Ich meine, jedem schmeckt es anders. Der Wein ist einfach, entweder den magst du nicht, da kannst du nicht wirklich sagen. Das soll jeder selber entscheiden. Die Temperaturen, die momentan herrschen hier in Kitzbühel, die lassen ja eher an den Glühwein denken. Schmeckt der Wein trotzdem? Ja, auf jeden Fall. Der warm von innen. Nein, super. Und ihr habt ja bestens vorgesorgt, ihr habt ja auch ein Zelt aufgebaut und es wird eigentlich nicht kalt, oder? Nein, es passt wunderbar. Wir haben nur kurzfristig entschieden, dass wir die Plane uns ausleichen und haben das kurz lang nur zustande gebracht und haben noch ein paar Heizstrahler aufgestellt. Und so haben wir es eigentlich ganz kuschelig und fein. Ist es eigentlich schon eng geworden hier im BH-Hof? Eng ja, aber gemütlich eng. Aber passt gut. Und es wird ja nicht nur Wein geboten, sondern es gibt auch noch ein anderes Programm. Die Musi hat eben gespielt jetzt, heute und morgen gespielt. Also morgen spielen auch wieder welche. Und es gibt auch ein bisschen was zum Essen, Kleinigkeiten, so wie Aufstrichbrotal oder Wurstsalat, Gulaschsuppen, Würstel. Also es ist für alles gesorgt. Weinfest, die vierte im nächsten Jahr gesichert? Von mir aus gern, ja. Aber ich glaube schon, dass wir das wieder machen. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the pan, the sweet red wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really not off for love. Like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Give me a little time, make me
love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind.